Die Wiener Polizei hat in einer Wohnung in Wien-Alsergrund eine Cannabis-Plantage ausgehoben. Zwei Dealer im Alter von 26 und 28 Jahren sind verhaftet worden. Die Drogen sowie knapp 40.000 Euro an Bargeld sind sichergestellt worden. Der Plan war simpel. Die Umsetzung hat auch funktioniert. Wenn nicht das Wörtchen wenn gewesen wäre. Aber der Reihe nach. Die beiden Männer, ein Serbe und ein Montenegriner, mieten eine leerstehende Wohnung im 9. Bezirk. Und in dieser ziehen sie Cannabispflanzen. Sehr viele Cannabispflanzen. Die Drogen verkaufen die beiden dann auf der Straße. Das würden sie wahrscheinlich immer noch machen, wenn die Polizei nicht einen Tipp bekommen hätte. Hier ist es so, dass das Landeskriminalamt schon mehrmonatige Ermittlungen eigentlich am Laufen gehabt hat und dann in weiterer Folge hat es auch eine Information aus diesem Suchtmittelbereich gegeben. So ist man dazu gekommen, dass man diese Wohnung dann überwacht hat. Und so konnten die Beamten dann über längere Zeit den Drogenhandel der beiden beobachten, wobei die Wohnung ausschließlich als Drogenaufzuchtsort und Lager gedient hat. In dieser Wohnung war niemand gemeldet, also diese Wohnung war eine reine Bunkerwohnung unter Anführungszeichen. Hier wurde einerseits das Cannabis angebaut und andererseits wurde auch das Kokain dort gelagert. Die beiden Männer, die sitzen jetzt in Haft. Die Wohnung, die wird aber weiterhin überwacht, da dort immer wieder weitere Drogenhändler auftauchen, sehr zur Freude der Polizei.